Wenn ihr schon immer wissen wolltet, wie man mit einer Wippe Burgen angreift und wer euch nichtlineare Plasmaprozesse in aktiven galaktischen Kernen erklären kann, dann seid ihr hier genau richtig. beim Podcast, der euch auf eine amüsante Reise durch das Wissen der Menschheit einlädt und los geht's. Auch heute sind wir wieder in zwei Studios, da die Isolation noch nicht aufgelöst ist und in der Außenstelle begrüßt euch heute der Jan und hier in der Hauptstelle ist für euch wie immer der Chris und Ihr merkt es schon, es ist wieder der Beginn einer Folge und ich bin der Erste, der spricht. Da spricht dafür, dass Jan heute der Erste ist, der eine Geschichte erzählt. Aber ich mache eben noch einen kleinen Recap. In der letzten Folge hatten wir für euch den Trinity-Test und die Glasfaser. Und von der Glasfaser aus waren die nächsten zwei Links in der Wikipedia Pfeil und Katapult. Und wo es da hingegangen ist, das erzählt euch der Jan am besten selbst. Dann will ich das auch mal tun. Ja, vom Katapult. Habe ich mir alle Links des Wikipedia-Artikels angeguckt und habe festgestellt, ein Wort, was in, diesem, in dieser Linksammlung steht, das kenne ich nicht. Und zwar das Wort BLIDE. B-L-I-D-E. Gut, das kenne ich auch nicht. Das ist schön, dann lernen wir beide jetzt was Neues, aber vielleicht gar nicht so lange. Ähm, eine BLIDE ist eine, ist eine Wurfwaffe. Ähm, sie gehört zu den Belagerungsgeräten des Mittelalters und die Blide ist sowohl die größte als auch die präziseste Wurfwaffe, die es gibt. Das heißt, man konnte sie sehr sehr genau einstellen. Und sie hat unter den mittelalterlichen Wurfwaffen zur Belagerung auch die größte Reichweite. Die Blide ist eine Unterform des Katapults und ich hatte ja eben gesagt, vielleicht erzähle ich dir jetzt nicht ganz so lange irgendwas besonders neues, denn Vielleicht ist die Blide dir, so war es bei mir zumindest unter einem anderen Be Begriff bekannt, nämlich Tribok oder Trebuchet. Ah, oh, wallala. <laughs> Ganz genau, das ist das kommt vom lateinischen Tribatium. Ähm, was ist eine Blide oder was ist ein Trebuchet? Für diejenigen von euch, die es nicht kennen, ich versuche es mal möglichst einfach zu beschreiben. Ähm, die Blide funktioniert nach dem sogenannten Hebelarmprinzip. Und das Einfachste, wonach man es sich vorstellen kann, und darum auch die gestellte Frage im Intro dieser Folge: stellt euch einfach eine Wippe vor auf dem Spielplatz. Die Wippe, also der Balken, auf dem die beiden Wippenden sitzen, ist präzise in der Mitte ja aufgehängt, sodass ein Gleichgewicht existiert. Sprich, wenn ja. ich zwei gleich schwere Menschen da draufsetze, sollte das Ganze mehr oder minder in Waage sein. Und jetzt stellt euch vor, ihr nehmt diesen Balken, auf dem die zwei Wippenden sitzen, und verschiebt den. So dass der nicht mehr am Mittelpunkt befestigt ist, sondern der Befestigungspunkt schon relativ weit zu einer Seite ist. Mhm. Wenn man dann die kurze Seite dieser Wippe, für die man dann sehr viel Kraft und sehr viel Gewicht braucht, aber wenn man die dann schnell nach unten drückt, dann bewegt sich der lange Arm auf der anderen Seite sehr, sehr schnell nach oben. Und zwar natürlich viel schneller als das, was ich runterdrücke. Mhm. Denn viel von der Kraft, die ich beim Runterdrücken aufbringe, wird in Geschwindigkeit dann umgewandelt. Am Ende der Wippe schleudert die dann schon mit sehr sehr hoher Geschwindigkeit. Das sollte man auch nicht unbedingt ausprobieren, wenn ein Kind da drauf sitzt, weil das könnte fliegen. Hm. Und zwar, wenn wir jetzt diese Wippe haben, wo der Balken sehr sehr stark verschoben ist, dann stellt euch dazu einfach mal vor, an der Seite, wo also an der kurzen Seite, da packt man jetzt ein Gewicht dran. Und zwar nicht einfach ein Gewicht, sondern so eine Hantel. Mit zwei, drei Kilo, sondern da packt man mal ein Gewicht an die Wippe von, ich sag mal, einer Tonne. Und wenn das Gewicht dann auf die kurze Seite wirkt, dann geht die lange Seite wirklich richtig schnell hoch. Und so funktioniert mhm. im Grunde genommen die Blide. Man hat also diese Wippe sehr, sehr hoch. Also der Mittelpunkt der, der eigentlichen Wippe ist bestimmt zwei, drei Meter über dem Boden. Und man hat einen Arm, der vielleicht auch insgesamt 25, 30 Meter lang ist. Und von diesen 25 Metern hängen halt 5 Meter. Davon sind die kurze Seite und 25 Meter sind die lange Seite. Und daran hängt ein Gewicht. Das heißt, wenn ich diesen langen Arm nach unten ziehe und da in eine Schlinge einen Stein rein tue und dann das Gewicht darauf wirkt, dann kann ich diesen Stein aus der Schlinge verdammt weit schleudern. Ich hoffe, damit ist einigermaßen klar geworden, ähm, wie das Ding funktioniert. Ähm, ansonsten, ich schätze mal, dass die meisten von euch, wenn sie das Wort Tribuchet, Tribock oder Bliede bei Google eingeben und sich ein paar Fotos anzeigen lassen oder auch bei, Gu bei YouTube das eine oder andere Video anschauen, sofort wissen, wie es aussieht und wie es gemeint ist. Ja, ich habe da vor einiger Zeit auch bei YouTube mal eine ganz interessante Serie gesehen. Da haben äh, englische Wissenschaftler und Bastler ähm, Belagerungswaffen aus dem Mittelalter nachgebaut. Und da ist nämlich unter anderem auch eine sehr sehr spannende Trebuchet-Folge dabei, wo die schlussendlich dann ein Auto mit dem Trebuchet abschießen. Das war also da können wir wirklich mal sehen, wie viel Kraft eigentlich so ein Ding entwickeln kann und äh, wie kompromisslos das einfach das Ding vom Boden wegreißt und durch die Luft schmeißt. Also Wahnsinn, ja. wirklich Wahnsinn. Ähm Dadurch, dass an der langen Armseite eben diese Schlinge ist, das bringt nochmal zusätzliche Beschleunigung beim Wurf. Wenn ich das mhm. einfach nur mein Geschütz jetzt ein, oder mein Geschoss einfach nur in einen Korb legen würde, so wie man es beim klassischen Katapult kennt, dann würde ich zwar schon eine Menge Geschwindigkeit erreichen, wenn ich das mit einer Blitze loswerfe. Aber dadurch, dass ich das Ganze in einer Schlinge habe, die nochmal dem Ganzen mehr Länge gibt, kriegt man nochmal mehr Geschwindigkeit. Ja, vor allem ich habe ja noch eine, eine, einen Drehpunkt. Ist ja nochmal quasi eine Wippe an der Wippe. Genau. Also, das bringt schon sehr, sehr, sehr viel Kraft. Man unterscheidet bei den Bliden äh, zwischen Bliden mit starrem und beweglichem Gegengewicht. Ähm, eine Blide mit starrem Gegengewicht, die pendelt praktisch weiter durch. Eine Blide mit einem lockeren Gewicht, das nur aufgehängt ist, da geht die Kraft nicht richtig kreisförmig. Also, die Blide schlägt mit dem langen Arm nicht mehr so weit nach vorne aus weil dadurch, dass ich ein bewegliches Gewicht habe an der kurzen Seite, zieht das mehr nach unten, als dass es eine Kreisbewegung macht. Mhm. Diese Gegengewichte aus den Nachbauten, die man kennt und aus den Darstellungen ähm, bzw. Rekonstruktionen, wogen mehrere Tonnen. Definitiv, sonst hätte man die, die Reichweiten, die beschrieben wurden, nicht erreichen können. Es gibt allerdings leider Gottes kaum historische Pläne. Also es gibt kaum wirkliche historische Baupläne, wo man sehen kann. Alles klar, so haben die das im Einzelnen gebaut. Es gibt zwar viele historische Darstellungen davon, also Zeichnungen, ähm, Holzstiche und so weiter, aber eben keine konkreten Pläne. Mhm. Interessanterweise findet man im in dem direkten Wikipedia-Artikel zur Blide ein bisschen widersprüchliche Angaben zum Thema der Gegengewichte. Ja. In einem Absatz wird von Gegengewichten von bis zu 12 Tonnen gesprochen, im nächsten Absatz von Gegengewichten schwerer als 15 Tonnen. Und auch da, je nachdem, wo man im Internet sonst sucht, es gibt extrem unterschiedliche Angaben. Wenn wir jetzt aber also ein mehrtöniges Gegengewicht haben und sagen wir mal einen Wurfarm von 20 Meter Länge, ähm, dann kann ich damit schwere Dinge sehr weit werfen und kann damit auch schon einer Burg wirklich Schaden zufügen. Es gibt eine nachgebaute Bliede am Warwick Castle. Mhm. Die wiegt 22 Tonnen in Summe, hat eine Höhe von 18 Meter und kann einen 15 Kilogramm schweren Stein knapp 300 Meter weit werfen. Das heißt, dieser Stein hat auch schon dann echt Geschwindigkeit drauf. Mhm. Blidensteine kann man, wenn man sie irgendwo findet, für die Historiker, die kann man normalerweise daran erkennen, dass sie an einer Seite abgeflacht sind. Das ist die Seite, womit sie in der Schlinge liegend unter der Blide sind, wenn das Ganze noch nicht abgeschossen ist. Und es ist natürlich leichter da eine Seite abzuflachen, als das Ganze rund zu machen. Wenn man runde Steinkugeln findet, die sind häufig äh, Munition für Steinbüchsen. Das sind so die ersten Kanonen gewesen. Mhm. Also die haben mit Schwarzpulverladung Steinkugeln geschossen. Ja. Und das erschreckend wenig weit. Habe ich auch mal in der Sendung zu gesehen, dass das, das glaube, wenig ein sinnloses Ding war. Aber wenn ich halt, ich sag mal, auch vor, vor die Truppen irgendwie, die bei mir vor der Burg stehen, was schiefen kann, wenn ich schießen kann, wenn ich einfach nur über den Burggraben komme, habe ich potenziell schon, schon vielleicht was erreicht. Außerdem ist es, glaube ich, abschreckend. Genau, das war ja, das habe ich auch mal wiederum gesehen bei, bei chinesischen frühen Anwendungen von, von Schießpulver letztendlich, dass das gar nicht so sehr das Ding war von ich schieße was durch die Gegend, sondern ich habe ein Rohr in der Hand, das stinkt und raucht und, und Blitze macht. Genau. Die Bliden bestehen fast vollständig aus Holz und man konnte die auseinandernehmen, man konnte die auch auf Fuhrwerken irgendwo hinfahren. Es war mhm. aber auch möglich an Ort und Stelle während der Belagerung zu sagen, ich schaffe jetzt Holz ran, ja, und ich habe hier jetzt ein Dutzend Holzfäller oder eine Mannschaft Holzfäller und die können mir das in ein paar Tagen aufbauen. Ja, mobile Blieden gab es nicht. Dazu brauchten die einen zu festen Untergrund. Also das Ganze auf Rädern ähm, funktioniert nicht. Und diese Nachbildung, ich hatte es ja gerade gesagt, die Nachbildung am der Blieder am Warwick Castle wog 22 Tonnen. 22 Tonnen musste man im Mittelalter auch mit Pferden erstmal bewegen. 22 Tonnen über irgendein nicht vernünftiges Terrain. Wir sprechen hier ja nicht von einer vernünftigen Autobahn, sondern wir sprechen hier von Wiesen und Wäldern. Äh, die muss sich erstmal bewegt bekommen. Ja, alleine überhaupt äh, Räder und Achsen zu konstruieren, die sich so halt halten können. Ja. Genau. Die äh, größten Reichweiten, die man so erreicht hat, waren bis zu 450 Meter. Mhm. Und das ist für die damaligen Verhältnisse auch die größte Reichweite aller Wurf- und Schusswaffen. Auf Platz 2 danach kam offensichtlich dann schon der Langbogen, mit dem man mhm. die Pfeile ja auch bis zu 200 Meter weit schießen konnte. Der Langbogen war ja durch seine Reichweite eine extrem gefürchtete Waffe, ja. weil man eigentlich schon das, das Heer des Gegners ausgelöscht hat, bevor die eine Chance hatten, irgendwie anzugreifen. Mhm. Es gab aber auch andere Munition für Bliden. Ähm, es gab nicht nur diese abgeflachten Steinkugeln, sondern ähm, es gab natürlich auch da besondere Einschüchterungstaktiken ähm, oder auch effektiv schon biologische Kriegsführung. Denn wenn ich zum Beispiel Kadaver von, von meinen Feinden wieder zu dem in die Burg zurückschleudere, das hat, glaube ich, einen ziemlich bösen psychologischen Effekt, ähm, wenn ich dann aber potenziell Pestleichen da reinwerfe dann wird das Ganze effektiv zu biologischer Kriegsführung. Die Bliden gab es in Mitteleuropa ab kurz vor 1200. Ähm, bei den Belagerungen von Lissabon in 1147 und Neapel 1191 kamen Bliden schon zum Einsatz. Der Vorgänger der Blide mit dem Gegengewicht, wie ich sie jetzt beschreibe, ist übrigens die sogenannte Zugblide. Und die Zugblide, oder der Unterschied ist, die Zugblide unterscheidet sich dadurch, dass das kurze Ende von 50 Leuten mit Seilen gezogen wird. Okay. Selbstverständlich bekommen, selbst wenn es 50 Leute sind, bekommen die keine 15, 20 Tonnen Zugkraft ruckartig hin, weil das einfach Menschen nicht können und auch gar nicht das notwendige Gewicht dafür haben, um so viel Zugkraft zu erzeugen. Darum waren die selbstverständlich wesentlich schwächer als die Bliden und da kamen dann auch keine Würfe von, von mehreren hundert Metern zustande. Ja, das ist so ganz kurz gesagt eigentlich die Blide. Viel mehr gibt es nicht zu erzählen, wenn man nicht auf, auf möglicherweise einzelne Orte eingeht oder Burgen eingeht, wo man Einschläge gefunden hat. Ich bin aber von der, von der Blide einfach noch ein Stück weitergegangen und habe eine Liste von alten Belagerungswaffen gefunden. Mhm. Und da waren auch einige dabei, die mir noch nicht bekannt waren. Darum gehen wir doch mal einfach mal durch, was es da so an bekannten Dingen gibt. Ähm, was wahrscheinlich jeder kennt, der sogenannte Rambock der ja auch heute ja. an sich noch benutzt wird. Man kennt es aus, aus einem Actionfilm aus den USA. Das SWAT-Team kommt an, zwei Leute haben so ein, so ein großes Metallteil zwischen sich und damit holen die aus und hauen eine Tür ein. Das reicht vielleicht nicht für, für eine Burg, aber da hat man das Ganze dann eben mit einem Baumstamm gemacht und auch mit ein paar mehr Leuten. Mhm. Dann gab es den Mauerbohrer. Den Mauerbohrer kannte ich noch nicht. Ja, der Mauerbohrer ähm, kann man sich so vorstellen, man nimmt einen Baumstamm ähm, und vorne ist ein scharfer Spitzbohrer dran. Es gibt eine Rinne, die läuft quer um den Baum und da läuft ein Seil durch. Und dann knalle ich diese Spitze zwischen die Steine einer Burg und über das Seil, was, das ich immer an den Seiten ziehen lasse, drehe ich ja. das Ganze und versuche somit die, insbesondere den Mörtel zu lockern. Ja also um in, man versucht in die Fugen zu kommen und versucht die Steine zu lockern, natürlich Mörtel in der Form natürlich nicht. Ähm, man versucht die Steine zu lockern, um sie dann besser angreifen zu können oder gegebenenfalls auch wirklich strukturellen Schaden anzurichten. Auch wahrscheinlich vielen bekannt ist die Balliste. Mhm. die Balliste kann man sich vorstellen als ich nehme eine sehr 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 große Armbrust, die auch ziemlich große Bolzen schießt, und die baue ich auf ein Gestell. Dann gibt es den Onaga. Der Onaga, das ist wahrscheinlich das, was die meisten, wenn sie an ein mittelalterliches Katapult denken, vor Augen haben. Der Onaga, das lässt sich ganz gut erkennen: man hat einen Querbalken und der Wurfarm schlägt an diesen Querbalken und wirft damit etwas weg und der Zug wird ähm, durch ein aufgedrehtes Seil zustande gebracht. Ich suche gerade, ähm, also man nennt das ähm, ein Torsionsgeschütz. Und zwar ist das, die, die nötige Energie wird aus der Energie gewonnen, die beim Spannen und der Verdrehung von Seilbündeln aufgenommen wird. Und wenn ich ja. die dann in Anführungsstrichen entlade, dann funktioniert das Ganze eben als Katapult. Dann selbstverständlich ein oder eins der berühmtesten Belagerungsgeräte die Kanone. Ja. Aber auch den Flammenwerfer gab es zum Beispiel schon deutlich früher. Ich glaube, dass überhaupt der historisch wahrscheinlich bekannteste Einsatz, und so ist es zumindest bei mir, den ich von sowas wie Flammenwerfern kenne, ist aus Griechenland halt griechisches Feuer, was gegen Schiffe mhm. eingesetzt wurde. Genau. Dann ein sehr schönes Gerät, aber wahrscheinlich auch ein relativ fieses Gerät, die sogenannte Petarde. Ja. Das ist eine Explosionswaffe. Und zwar muss man sich das vorstellen wie ein kleines Fass. Das fülle ich mit Schwarzpulver und dann mache ich das oben mit Wachs zu. Das steht unten auf einem relativ festen Brett und das Ganze baue ich dann an eine Burg, sodass die Wachsseite in Richtung der Burg zeigt so dass wenn ich das ganze explodieren lasse, sich der Großteil der Explosion in Richtung der Burg entlädt. Also das Mittelalter hatte verdammt viele lustige Dinge am Start, um andere zu belagern, deren Festungen einzureißen oder auch einfach nur dafür zu sorgen, von ihr kommt hier nicht raus und hier kommt auch kein anderer rein. Das ist ein bunter Blumenstrauß der waffentechnischen Intuition. <laughs> und so viel eigentlich zum Tribok und dann auch noch ein kleines bisschen zu ein paar mittelalterlichen Belagerungswaffen. Dann danke ich dir für diesen kleinen unterhaltsamen Ausflug ins Mittelalter. <laughs> Von der Blide aus hatte ich jetzt ja die Aufgabe, wieder weiter durch die Wikipedia zu reisen. Das habe ich auch brav getan. Und mein nächster Link war Spektrum der Wissenschaft. Von dort aus bin ich zum deutschen IQ-Preis gekommen. Und wohin ich da gekommen bin, könnt ihr ja erstmal so mitraten. Der Mensch, um den es sich hier handelt, ist ein Deutscher. Er ist Astrophysiker. Er ist Naturphilosoph. Er ist Wissenschaftsjournalist. Er ist Fernsehmoderator. Er ist Autor. Er ist Hörbuchsprecher. Er ist Professor für Physik an der Ludwig-Maximilian-Uni in München. Hörbuchsprecher. Und er ist Lehrbeauftragter für Naturphilosophie an der Hochschule für Philosophie in München. Also. Er hat schon eine ganze Folie erstmal voller Tätigkeiten und liebevoll nennen ihn viele den Lieblingsoper der Nation. Das ist unser allseits geliebter Erklärbär, Harald Lesch. Ha. Somit habe ich heute endlich mal etwas Biografisches und mal nicht eine Reise durch die Zeit. Ach, wir hatten das ja schon ein paar biografische. Ja, aber ich hatte lange keine mehr. Aber was ich war deine so dein letzte biografische? Bertrud Tann, glaube ich, ne? Ich wo glaube, Virtual Town, wo, du, wo du eine Person genau. hattest. Ja. Ah, richtig, und das ist schon echt äh, Das ist schon lange, lange her, weil das war nämlich die erste Folge. Dementsprechend ne? Richtig, heute ist die zehnte. Wow! <laughs> hey, kleines Jubiläum. Sozusagen Küchchen. herzlichen Glückwunsch an uns, äh, Prüsterchen. Ganz genau, und herzlichen Glückwunsch an alle, die von Anfang an dabei sind. Genau, feiert <laughs> mit uns. Äh, wir sind jetzt zehn. Richtig. Auf jeden Fall, der Harald Lesch wurde am 28. Juli 1960 in Gießen geboren und wuchs auf als Sohn eines Gastwirts in der Gemeinde Mücke. Das liegt in Hessen. 1978 dann kam das Abitur. Danach begann das Studium der Physik mit dem Nebenfach Philosophie. 1984 war dann die Diplomarbeit dran. Physik mit dem Nebenfach Philosophie. Sorry, wenn ich dich jetzt unterbreche. Ich frage mich, ist das, ist das eine besonders gängige Studienkombination? Ich, ich schätze eigentlich nein, oder? Ich, ich weiß es nicht. Also, ich kenne es auch eigentlich nur von ihm. So in dem, in dem Extrem zumindest. Ich Physik weiß nicht, ob das so viele Leute machen. Also, grundlegend finde ich, schließt sich das gar nicht so sehr aus, aber so geläufig ist es mir zumindest nicht. Mhm. Jedenfalls 1984, die Diplomarbeit, trug den Titel Wechselwirkung des Sonnenwindes mit dem interstellaren Medium. Ja, also das ist schon das erste Ding von, okay, erklär äh. mir das, ich kann's nicht, da müssten wir den Harald selber fragen. 87 dann hat er noch eins draufgesetzt. Dann kam nämlich seine Dissertation über nichtlineare Plasmaprozesse in aktiven galaktischen Kernen mit der folgenden Promotion zum Doctorerum Naturalium. Dann gucken wir ein bisschen weiter, dann sind wir bei 1988 bis 1991. In dieser Zeit war er Forschungsassistent an der Landessternwarte in Heidelberg-Königstuhl. Von 1991 bis 1995 dann ging es weiter nach Bonn. Dort wurde er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn. Während dieser Zeit war er aber auch nicht nur wissenschaftlicher Mitarbeiter dort in dem Institut, sondern 1992 war er zusätzlich Gastprofessor an der University of Toronto. 1994 hat er an der Uni Bonn habilitiert mit der Schrift Galaktische Dynamik und Magnetfelder. Und ähm, dementsprechend, ja, auch dieser relativ kurze Zeitraum hat schon wieder eine Menge in sich. Weißt du, und was mir gerade auffällt? Du sprichst jetzt von den späten 80ern und Anfang der 90er Jahre und das klingt in ja. deinem Vortrag so wie ja das ist ja damals die alte Geschichte und mein erster Gedanke ist wieso das ist doch noch gar nicht so lange her und dann gehe ich kurz in mich und stell fest doch das ist schon verdammt lange her richtig wir, wir, sind, doch also so wir sind also schon so alt wir sind alt ja ja, ja, ja für ab 95 ist Lestam Professor für Astrophysik am Lehrstuhl für Astronomie und Astrophysik Beobachtende und experimentelle Astronomie. Das war alles nur der Name des Lehrstuhls an der Uni Sternwarte der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Also das ist so ein Ding von meine Visitenkarte ist zum Aufklappen, weil das passt nicht alles drauf. Zumal er und außerdem auch noch Naturphilosophie unterrichtet und zwar an der Hochschule für Philosophie in München. Ja, also er hat das durchgezogen mit äh, Physik und Philosophie. Weißt du, was Naturphilosophie ist? Nein, das könntest du aber in der Zwischenzeit einmal, einmal nachschauen. Philisien das raus. ist bestimmt auch interessant für alle anderen. Seine Hauptforschungsgebiete in dieser Zeit sind kosmische Plasmaphysik, schwarze Löcher, und Neutronensterne, also sprich, das wäre auch genau der richtige Ansprechpartner für unser Thema, was wir neulich hatten mit dem Magnetar. Da könnt ihr uns sicherlich einige Spannendes darüber erzählen, über das Phänomen. Außerdem ist der gute Mann Fachgutachter für Astrophysik. Und zwar ist er das für die Deutsche Forschungsgemeinschaft, oder For der Stoffforschungsgemeinschaft heißt sie, und er ist Mitglied der Astronomischen Gesellschaft. Darüber hinaus ist er auch Sachbuchautor. Was sich ja auch gut erklärt, denn er ist ja wirklich einer, der, der wirklich sehr viele Sachen durchdenken kann. Und diese einmalige Gabe hat, das Leuten auch so zu erklären, dass sie zumindest in diesem kleinen Bereich, Teilbereich, dann mitkommen können. Mhm. Seine breite Bekanntheit dann brachten ihm seine vielen Fernsehauftritte. Da kennen wir ihn ja auch alle her. Und dafür hat er natürlich auch zahlreiche Preise und Auszeichnungen bekommen. So, das Ganze begann 1994, als er zusammen mit Ranga Juggisch war, Illo Brandt von Ludwigen und Heinz Rode an einer Live-Talk-Runde bei der ARD teilnahm. Diese Diskussion wurde nötig, weil es dort einen sehr, sehr, sehr ähm, ja, umstrittenen Doku-Film gab von Heinz Rode mit dem Titel UFOs, es gibt sie doch. Und äh, dort hattest du ihn dann halt eben als jemanden, der das sehr fundiert erklären kann, warum das doch relativ unwahrscheinlich ist, beziehungsweise der erklären kann, dass ein UFO an sich etwas ist, das jeden Tag mehrfach gesehen wird einfach ein unbekanntes fliegendes Objekt. Aber die Tatsache, dass die in irgendeiner Form von außerirdischen Intelligenzen gesteuert wurden, <laughs> ist natürlich äußerst gering. So, beim Sender Bayerischer Rundfunk Alpha folgte dann die Sendereihe Alpha Centauri. Da kennen ihn sicherlich sehr, sehr viele, so gerade in unserem Alter her, ähm, weil das einfach faszinierend und neu war, dass einem mitten in der Nacht einer wirklich Physik erklären kann, äh, obwohl man gar keine Kenntnisse in der Richtung hat. Ja? Und es war dann das erste Mal dieses 15-Minuten-Format und hatte eben Astrophysik als, äh, als Thema grundsätzlich. Ja? Und dieser Moderationsstil wurde dann für ihn auch schnell typisch. Ja, Gut verständlich, Viertelstunde, äh, am Anfang immer alleine, später auch im Zwiegespräch mit einem Gast. Ja, und ähm, das, was ihn einfach dort schon ausgezeichnet hat, war die Tatsache, überhaupt ranzugehen und zu sagen, hier ist eine komplexe wissenschaftliche oder philosophische Thematik, aber ich nehme mir jetzt mal die Aufgabe, das Ganze runter zu destillieren, meinen Kernpunkt gut rauszuarbeiten und es dann zu schaffen, innerhalb dieser 15 Minuten genug Basiswissen zu vermitteln und in kleinen anschaulichen Beispielen darzustellen, dass man wirklich hinterdenkt, so ach, darum geht es bei dem Thema. Ja, und das macht auch so seinen großen Erfolg aus. Das war natürlich dann nicht das einzige TV-Format für ihn. Das ging dann noch weiter. Da gab es dann als nächstes die Sendung Lesch und Co. und Denker des Abendlandes. Dann äh, bei diesem Denker des Abendlandes und Lesch und Co. war es so, dass er dort mit dem befreundeten Philosophieprofessor Wilhelm Vossenkuhl spricht. Und da ging es dann eben um philosophische Themen. Dann gab es die Senderei Alpha bis Omega. Dort ähm, war es so, dass er mit dem katholischen Theologen Thomas Schwarz redet und dort Themen im Spannungsfeld zwischen Religion und Naturwissenschaften ähm, einmal beleuchtet, was auch sehr spannend war, weil du da wirklich so zwei Leute hast, die äh, einerseits ihr Fach verstehen, andererseits aber auch wirklich über den Horizont hinaus gucken können, gucken können, wie man gerade so Religion, Naturwissenschaft, was ja häufig als sehr verschiedene Pole angesehen wird, auch mal unter einen Hut bringen kann. Ja? Dazu kamen dann noch viele kürzere Reihen. Zum Beispiel 2005 kam die Physik Albert Einsteins, 2007 kam die vier Elemente, dann gab es Lash-Zug 2007, dann gab es 2007 Star Trek Science vs. Fiction, auch ein sehr schönes Format. Dann gab es ebenfalls 2007 Sci-Expert, Lashs Universum. Gefolgt dann 2008 von Leschs Kosmos. Also grundsätzlich, es gibt alles von Lesch. Es gibt nicht nur T-Shirts, es gibt einen ganzen Kosmos. 2009 <laughs> gab es dann die Sendung ähm, oder die kurze Reihe Wie das Licht in die Welt kam: Die lange Nacht mit Harald Lesch. Dann gab es innerhalb von Terra X eine Sendereihe Faszination Universum. 2010 dann, das, was wir alles, alle gerne mal tun würden, Frag den Lesch. <laughs> 2017 dann eine weitere äh, Terra-X-Serie und zwar der große Anfang, 500 Jahre Reformation. Und 2017 Terra-X, ungelöste Fälle der Archäologie. Ja, Preise und Auszeichnungen hatte ich ja schon gesagt, das ist... Äh, unglaublich viel. Er hat halt wirklich sehr, sehr viele Preise bekommen und das auch in allen seinen Disziplinen. Also sowohl in der Wissenschaft ist er ein hoch anerkannter Mensch als auch in seiner Öffentlichkeitsarbeit mit seinen Büchern, mit seinen vielen Publikationen und Schriften. Deswegen entsprechend, ich werde euch jetzt diese Aufzählung absolut äh, ersparen, sowohl von den Auszeichnungen als auch von den Schriften und Publikationen, aber man kann wirklich sagen, ja, ähm, wirklich zu Recht hat er eine Menge, Menge an Auszeichnungen bekommen, denn ich kann mir kaum momentan einen anderen Menschen vorstellen, der Wissenschaft so mundgerecht in deutsche Wohnzimmer liefert. Wie Harald Lesch. Und auch wenn immer wieder viel ähm, Helme kommt, dass er so nach dem Motto bei jeder Krise sofort der Erste ist, der gefragt wird und dass er so das Fähnchen im Wind ist, muss ich sagen, nee, es ist schon klar, dass man, wenn irgendwo Ungewissheit da ist, man als erstes probiert, jemanden zu fragen, wo man zumindest das Gefühl hat, der Zuschauer kann es dann auch verstehen. Und äh, ich finde, er, er erklärt gut, er forscht gut. Seine, seine, seine Vorträge an den Universitäten sind Blockbuster, kann man nicht anders sagen. Das ist echt so das Ding, wenn jemand einen vollen, Lör Her Blah, Blah. Wenn jemand einen vollen Hörsaal hat in Deutschland, dann auf jeden Fall Harald Lesch, ja. egal um was es gerade geht. Da gibt es ja auch viele ähm, Möglichkeiten, halt auch einfach Gast zu hören. Das heißt, es gibt auch Vorträge, die man eben als Nicht-Universitätsstudent sich anhören kann, was auch sehr, sehr anzuraten ist. Also auch gerade jetzt. In der jetzigen Phase, wo wir alle in unserer halbfreiwilligen Isolation sind, ist Harald Lesch auch eine sehr, sehr gute Quelle, um sich zu informieren, weil er, weil er Dinge eben wirklich auf eine Art und Weise erklärt, die so, so klar in den Kopf geht ähm, und dabei einfach auch eine sehr, sehr angenehme Ruhe ausstrahlt. Ja, also nutzt Harald Lesch gerne auch mal als Information über die aktuelle Situation und was eigentlich gerade so geht und was vielleicht auch nicht geht, ähm, ist eine sehr, sehr gute Quelle. Nur für die Leute, die es mal in vier Jahren retrospektiv hören, weil sie uns von hinten nach vorne gehört haben. Es ging natürlich um diese ganze Corona-Nummer, die wir 2020 zu bewältigen hatten. Hoffentlich sei sie bald vorbei. Hoffentlich ist sie bald vorbei gewesen. Ganz genau. <laughs> ja. Richtig. Nein, aber solche Leute braucht man. Also er ist halt mit, mit Ranga Yogeshwar zusammen sicherlich einer der, der wirklichen Scientific Anchorman, die wir so haben in Deutschland, gar keine Frage. Mir würde so ja, und wahrscheinlich auch einfallen. Schon äh, für den ein oder anderen äh, Nachwuchswissenschaftler wirklich eine Inspiration, weil ich, ich meine, gerade Kinder und Jugendliche können sich das jetzt vielleicht nicht unbedingt, wenn es wirklich um... um schwierige Themen der Physik geht, aber er hat halt eben diese Fähigkeit, etwas zu erklären, dass du halt auch einen 14-Jährigen vor einige Sendungen von ihm setzen kannst, je nachdem, um welche Themen es geht und der vielleicht nicht alle Details versteht, aber sagt, ja, ich, den Grundsatz habe ich verstanden. Also die, diese dieses Verständnis von Grundprinzipien bringt er sehr sehr gut rüber finde ich. Richtig, finde ich auch. Und ich finde es eben auch spannend. Ähm, ich bin ja im Grunde jetzt schon bei meinen Fun-Facts. Der erste wäre, dass Lash nach eigenen Aussagen Gläubiger Protestant ist. Und das finde ich eben auch sehr spannend, weil er ist ja nun wirklich den meisten Leuten einfach als Mann der Wissenschaft bekannt. Aber ähm, er ist Gläubiger Christ, also dieses Ding, dass er von vornherein schon diesen vermeintlichen Konflikt ähm, Wissenschaft gegen Religion schon in sich gut ausfechten kann. Ich meine, klar, das wird sicherlich dann auch das Philosophiestudium noch mitmachen, dass er halt diese Möglichkeiten hat, das Ganze aus verschiedenen Richtungen zu sehen. Aber für ihn ist halt Wissenschaft und Glaube in keiner Weise ein Widerspruch. Und das finde ich halt sehr, sehr spannend, weil ähm, ich es gut finde, dass eben auch in die Richtung gedacht werden kann, wenn man halt so sich das extrem so über den Teich anguckt, irgendwelche ähm, kreationistischen Gläubigen, die halt einfach dieses Ding haben von vornherein, das ist alles Blödsinn. Wissenschaft funktioniert gar nicht. Finde ich das schon sehr schön, dass es eben auch Stimmen gibt, die dir einerseits das Universum erklären können und dann sagen, ja, das macht aber nichts daran, dass es irgendwie auch einen Schöpfer geben könnte. Dem räume ich jetzt auch irgendwo Platz ein. Mhm. Ja. Wo du gerade sagtest, das hat auch ein bisschen das Philosophiestudium äh, mitgebracht. Ich habe gerade mal den Artikel zur Naturphilosophie geöffnet. Die Naturphilosophie ja. versucht die Natur in ihrer Gesamtheit aufzufassen und in ihren allgemeinen wie partikulären Strukturen zu beschreiben, theoretisch zu erklären und zu deuten. Naturphilosophie thematisiert die Charakteristika und Bedingungen der Möglichkeit der heutigen wissenschaftlichen und lebensweltlichen Naturauffassungen und geht deren gegenseitigen Abhängigkeiten nach. Ja, fantastisch. Jeder, der so wie ich besser so einen Satz lesen kann als ihn zu hören, um ihn zu verstehen, einfach Wikipedia Naturphilosophie erster Satz und es steht noch eine Menge mehr da, was man sich dann dazu mal durchlesen kann. Mhm. Auf jeden Fall ein mega spannendes Feld, muss ich sagen. Klingt auf jeden Fall wirklich gut. Leschs Spitzname ist Harry, nicht Lesch. Ja, nein, es ist Harry. Also hier zumindest, das ist das, was die Wikipedia behauptet. Wir haben ja schon häufiger gelernt. Es ist schnell in die Wikipedia geschrieben, was man hineinschreiben möchte. Zumindest war es nicht äh, rausredigiert worden. Also dementsprechend gehen wir von Harry aus. Wobei ich mir auch vorstellen kann, dass ein Mann mit einem so großen Gehirn auch mehrere Spitznamen verträgt. Kommt damit klar. Würde ich jetzt nicht ausschließen. Mhm. Außerdem ist Harry Pfeifenraucher. Oh. Er ist Jazzliebhaber. <laughs> <laughs> Und es gibt einen nach ihm benannten Asteroiden den Asteroiden Harald Lesch. Der heißt Harald einfach Harald Lesch. Der heißt einfach Harald Lesch. Der heißt nicht CX 673 Ich weiß nicht mehr genau, wie es weitergeht. Das nein. war der schöne Magnetar in unserer Nachbarschaft, ne? Genau in unserer in Anführungsstrichen Nachbarschaft. Ähm, nein, er heißt schlicht und ergreifend Harald Lesch. Aber das wirklich Spannendste, was ich so in den Artikeln finden konnte zu Harald Lesch, war diese kleine Anekdote, wo ich natürlich nicht nachvollziehen kann, ob sie wirklich stimmt, aber sie ist auch Wikipedia. Material, nämlich als Schüler benötigte Lesch Förderunterricht im Fach Mathematik. Das an sich ist ja schon ganz interessant, aber interessant ist, in der Oberschule erlitt Lesch bei einem Fahrradunfall einen Schädelbasisbruch. Im Anschluss dessen war er mathematisch hochbegabt. Oh. <laughs> also man könnte sagen, der Mann ist auf den Kopf gefallen. <laughs> Und entweder doll genug oder an der richtigen Stelle. Richtig, aber das ist auch wieder, finde ich eigentlich ein sehr, sehr spannendes Ding. Klar, Frage ist, ob das stimmt, ist eine andere Geschichte. Grundlegend erstmal laut Wikipedia-Lore <laughs> ist das Ganze valide. Zumindest Stand heute. Wenn wir dann mal irgendwann 100.000 Abonnenten haben, ne, dann laden wir Harald Lesch in den Podcast ein. Ja, das wäre wirklich, das wäre so eine, einer von den Menschen, wo ich sagen muss, ja, von dem würde ich mir gerne mal was erklären lassen. Von dem würde ich mir Stunden gerne mal eine lang. halbe Stunde anhören, dass wir völligen Blödsinn erzählen. Äh, ja, oder, oder <laughs> ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich würde auch einfach mich damit zufrieden geben, ja, wenn Harald Lesch uns vier Stunden irgendwas Interessantes erzählt. das ist Freid, auch Frei nach dem Motto, Harald, erzähl uns was, was spannend ist, such dir was aus. Weil ich, ich glaube, ich nach den vier Stunden bin ich dann, bin ich ein zufriedenerer Mensch als vorher. Mhm. Und schlauer. Ja, bin ich dabei. <laughs> bin ich absolut dabei. Und selbst wenn, er, selbst wenn wir ihm dann, ke dann kein Thema vorgeben, dann hat er zumindest die Neugier gestillt. Zumindest ein bisschen. Und das ist ja immer gut. Auf jeden Fall. Ich finde es ja gerade toll, wenn jemand einfach so unvermittelt in mein Leben bricht und mir etwas Neues erklärt. Also, das finde ich echt spannend. Gut, das wäre so mein kleiner Ausflug rings um Harry. Rings um Harry. <laughs> Richtig. Schön. Ja, und ja. das wäre dann auch so das, was wir euch heute zu erzählen haben in unserer Folge. Ich kann euch aber schon verraten als kleine Vorschau, wohin es von Harald Lesch aus weitergeht. Welche nächsten zwei Links da anstehen, dann könnt ihr schon mal auf den Artikel gehen und gucken, wohin die Jungs wohl weitergegangen sind oder in diesem Falle Jan. Und zwar von Harald Lesch aus hat der Jan nämlich den Pfad zur ARD gewählt und von der ARD zu dem Stichwort Orchester. Es also, kleine ein kleine Artikel, Musik da gibt es wenige Links. Das wird bestimmt kein Problem, das rauszufinden, was der Jan da sich ausgesucht hat. Ich gebe euch noch einen Tipp: Es wird musikalisch. Es wird musikalisch werden. Aber ich werde nicht singen. Okay, schade. Da hatten wir uns doch gerade alle drauf gefreut. Ja, aber es gab keinen, es gab, <laughs> es gab im, äh, im Artikel für Orchester keinen Link äh, zu Sing doch selber. Dementsprechend geht nicht. Ich würde damit die Regeln der Wixpedition verletzen und das können wir nicht tun. Also, wir können jetzt nicht einfach schon in der zehnten Folge sagen, wir werfen das über den Haufen. Das geht so nicht. Da wir jetzt zweistellig sind, könnten wir langsam anfangen, Modifikationen reinzubringen. Vielleicht äh, muss man jetzt immer die Einführung seines Themas singen. Nein, lassen wir. Bin ich überzeugt. Alles gut. <laughs> ich sag euch auf jeden Fall, habt noch eine angenehme Nacht. Wir lassen euch jetzt alleine. Bis in Kürze, wenn es dann wieder weitergeht mit der Expedition. verabschieden sich für euch der Chris hier und im Hauptstudio und der Jan im Außenstudio. Wie immer sagen wir euch, bleibt, bleibt neugierig. neugierig und wir hören uns in Kürze wieder. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.